Hi, mein Name ist Mario und bis vor ein paar Wochen war ich auf diese Brille oder Kontaktlinsen stets angewiesen. Das Ganze kostet nicht nur Zeit, Nerven und Geld, sondern ist in vielen Situationen auch einfach störend. Deswegen würde ich die beiden am liebsten aus dem Fenster werfen. Nachdem mir dann eine Freundin davon berichtet hat, dass sie in die Türkei geflogen ist, um sich die Augen lasern zu lassen, war ich natürlich sehr interessiert. Sie hat mir dann die Firma Health Travels empfohlen, welche ich wenige Tage später kontaktiert habe. Ich bin oft bei meinen Reisen sehr spontan und war sehr dankbar, dass die Firma mir so schnell einen Termin geben konnte. Am Donnerstag habe ich die Firma kontaktiert und bereits am Sonntag saß ich im Flieger. Montag sollte dann die OP stattfinden. Wenn du mehr über Augenlasern in der Türkei erfahren möchtest, dann bleib einfach dran und schau dir dieses Video an. Ich habe mich dann vor Abflug über die verschiedenen Möglichkeiten und Methoden informiert. Die Firma stand allerdings bereits für mich fest, da ich eine persönliche Empfehlung von einer Freundin hatte. Die Preise liegen hierbei zwischen 1200 und 2000 Euro, je nach Methode. Also ging es einen Tag vor Abflug erstmal zum Testzentrum. Erster Schritt, PCR-Test. Let's go. Das Einzige, was ich für meinen Abflug brauchte, war ein negativer PCR-Test und mein Personalausweis. Der Hin- und Rückflug hat mich insgesamt 110 Euro gekostet. Hier siehst du mich zum letzten Mal mit beschlagener Brille. Und da ist mein Bruder Johannes. Ab geht's nach Istanbul. Jetzt heißt es erstmal eine Runde schlafen und von einem Leben ohne Brille träumen. Außerdem war ich noch nie in Istanbul und somit sehr gespannt auf die Stadt. Der Shuttlefahrer hat uns dann vom Flughafen abgeholt und in unser Hotel gebracht. Have a good one. Bye. Bye. Welcome to Istanbul. Wir sind jetzt hier angekommen im Mercure Hotel und was auf jeden Fall super wichtig ist bei der Einreise ist, dass man einen negativen PCR-Test nachweisen kann, der nicht älter als 72 Stunden ist. Dann muss man auch dieses Formular hier für die türkische Einwanderungsbehörde ausfüllen. Hier ist dann ein QR-Code drauf, den braucht man unter anderem, um ins Hotel einzuchecken und auch für Sachen wie Shopping Malls etc. Der letzte Morgen, der hier ist angebrochen. Jetzt geht's noch kurz zum Frühstück und danach auch schon in die Klinik. Aber zuerst machen wir einen Temperaturcheck. Der Shuttlefahrer hat uns um 8.30 Uhr abgeholt und die Fahrt in die Klinik dauert nur 5 Minuten. Meine deutsche Ansprechpartnerin Asu hat mich den ganzen Tag über durch alle Schritte begleitet und jegliche Fragen zur OP und Voruntersuchung für mich geklärt. Schauen Sie bitte geradeaus und nicht bewegen. Ganz gut. So groß wie möglich öffnen und nicht bewegen. Das war's. Nach einer guten Stunde Voruntersuchung habe ich dann noch meinen operierenden Augenarzt Dr. Murat Ün getroffen, um letzte Fragen zu klären. Wir können die Femtolasik und die Relaxmalbehandlung bei Sie machen. Das dauert insgesamt nur 10 Minuten. Aber die Lasebehandlung dauert insgesamt nur 23 Sekunden pro Auge. Aufgrund der langjährigen Bewährtheit der Femtolasik-Methode habe ich mich dafür entschieden.
Zeit also, in mein OP-Outfit zu springen. Die OP selbst hat nur ca. 10 Minuten gedauert. Es war kein angenehmes Gefühl, aber auf jeden Fall aushaltbar. Dankeschön. Ah, sie sieht doch gut aus. Ja. Asu hat mir dann noch in aller Ruhe den Augentropfplan für die nächsten Tage und Wochen erklärt. Da sind wir auch wieder. Nach ein paar Stunden Ausruhen im Hotel und erstmal schlafen, vor allem das tut den Augen gut, geht es mir jetzt schon wieder viel, viel besser. Also nachdem die quasi Augenbetäubung ein wenig ausgesetzt hat nach der OP, haben die Augen schon ein wenig gebrannt und einfach ein komisches Gefühl, also wie als ob man zuvor Chilis geschnitten hat und sich dann ins Auge gepackt hat, so ungefähr. Also sie haben getränt und es war quasi schwierig, sie zu schließen oder zu öffnen. Ich habe natürlich den Tropfplan mit einbehalten und kann jetzt auch sogar schon wieder quasi diese Brille ganz gut abnehmen. Aber ich denke, die werde ich in den nächsten Tagen draußen, vor allem in der Sonne, noch gut gebrauchen können. Ansonsten sehe ich schon super gut. Das wird in den nächsten Tagen anscheinend auch noch sogar noch besser. Aber mittlerweile kann ich wirklich alles auch weiter weg sehr gut erkennen. Und bin jetzt schon super happy, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Jetzt erstmal ein Käffchen genießen und dann geht's wieder zurück aufs Hotelzimmer, noch ein wenig ausruhen und dann die nächsten Tage hier in Istanbul planen. Erster Morgen nach der OP ist angebrochen. Wieder ein sonniger Tag hier in Istanbul. Ich habe erstmal rausgeschaut, aber da ist es schon noch ziemlich hell. Hier drin im Fahrstuhl, komischerweise mit dem künstlichen Licht, geht es auf jeden Fall besser. Jetzt geht es kurz zum Frühstück und dann fahren wir nochmal zur Nachuntersuchung. Da man zu Fuß nur etwa 10 Minuten vom Hotel zur Klinik braucht, habe ich an diesem Tag auf das Shuttle verzichtet. In der Bad Götz-Klinik angekommen, habe ich dann nochmal alle Untersuchungen wie am Vortag durchgeführt. Glücklicherweise ohne jegliche Probleme. Mit klarer Sicht war es nun höchste Zeit, etwas von Istanbul zu entdecken. Istanbul ist eine malerische Stadt direkt am Bosporus. Wir haben viel Zeit am und auf dem Wasser verbracht. Insgesamt haben wir innerhalb von 5 Tagen weniger als umgerechnet 200 Euro ausgegeben. One like this, the chocolate? Yeah, chocolate. Ja, die Augen fühlen sich schon wieder ganz natürlich an. Mittlerweile kann ich auch wirklich alles sehr, sehr gut erkennen. Die Moscheen, die weit entfernt sind, wenn wir hier mit der Fähre fahren, die Bootsnamen, die weit entfernt sind, alles kann ich super erkennen. Die Sehstärke kommt noch ein bisschen mehr zurück in den nächsten Tagen, aber ich bin schon mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Und morgen haben wir noch einen Tag hier in Istanbul. Natürlich nehme ich meine Augentropfen weiterhin. Das ist gerade, wenn man unterwegs ist, ab und zu ein bisschen schwierig, gerade wenn man dann in der Sonne ist und uns hochschauen muss. Unseren PCR-Test konnten wir ganz einfach und komfortabel hier im eigenen Hotelzimmer absolvieren. Jetzt genießen wir noch den letzten Tag.
Woche hier in Istanbul ist auch schon rum. Hat alles super unkompliziert funktioniert. Die OP ging sehr schnell. Auch die Erholung danach. Mittlerweile kann ich schon alles auch in der Sonne ohne Sonnenbrille sehen. Und ja, jetzt gleich geht's für uns zurück nach Hause. Erstmal nach Frankfurt und das Ganze endlich ohne Brille. Welcome back to Germany. Mittlerweile sind gut 4 Wochen seit meiner Augen-OP vergangen und ich habe mich bereits sehr gut daran gewöhnt, keine Brille mehr tragen zu müssen. Morgens nach dem Aufwachen ist das Auge noch ein wenig trocken, deswegen nehme ich mehrmals täglich Augentropfen weiterhin ein. Bereue ich etwas über meinen Trip in die Türkei? Absolut nicht. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich es nicht früher gemacht habe. Denn Augenlasern ist so eine Sache, die man gerne vor sich herschieben kann. Genauso habe auch ich es gemacht. Mittlerweile bin ich aber umso glücklicher, dass ich endlich den Schritt gegangen bin und kann es jedem nur empfehlen. Wenn du noch Fragen dazu hast, drop me a message below. Ansonsten vielen Dank, dass du so lange dran geblieben bist und bis bald.